Über der gestrichelten Linie habe ich für dich gelbe Kästchen aufgemalt. Wie du siehst, besteht jede dieser Säulen aus 10 Kästchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und es sind insgesamt zwei Säulen. Hier sind also zwei Zehner und 1, 2, 3, 3 Einer. Das ist also die Anzahl an Kästchen über der Linie. Unter der Linie sind 1, 2, 3, 4 Zehner. Und dann hast du 1, 2, 3, 4, 5 Einer. 5 Einer. Die erste Zahl besteht aus 2 Zehnern und 3 Einern, ist also 23, 2 Zehner und 3 Einer. Die zweite Zahl besteht aus 4 Zehnern und 5 Einern. 4 Zehner und 5 Einer, 45. Nimm mal an, du wolltest diese beiden Zahlen nun addieren, also plus rechnen. Also zusammenziehen. Lass uns das mal machen. Addiere diese Menge mit dieser, 23 plus 45. Also du hast 3 Einer hier und 5 Einer dort. Wenn du 3 plus 5 rechnest, ergibt es 8 Einer. Das male ich hier einmal in Blau auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann schau mal schnell hier drüben, wo wir die Menge der Kästchen als Zahlen geschrieben haben. Hier sind 3 Einer und 5 Einer, das sind auch 8 Einer. 8 Einer, 8 Einer. Weiter im Text. 2 Zehner plus 4 Zehner, das ergibt 6 Zehner, genau. Der Anschaulichkeit halber werde ich das einmal für dich kopieren und dann wieder einfügen. 2 Zehner, einmal hierhin. 2 plus 4 ist gleich 6, also, dann brauchen wir noch mehr. 2, 4 und zu guter Letzt 2, 4, 6 Zehner. Jetzt zählen wir noch einmal nach. Also du hast jetzt hier, wenn wir das zählen, genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zehner. Ups, schreib du hier. Das macht also 6 Zehner. Wenn du 23 plus 45 rechnen möchtest, starte mit den Einern. 3 plus 5 ist gleich 8. 3 plus 5 ist gleich 8. 3 Einer plus 5 Einer gleich 8 Einer. Und dann addierst du die Zehnerstelle. 2 Zehner plus 4 Zehner ist 6 Zehner. Dein Ergebnis ist 68.